Ich warte, warte, warte. Ich kann mich, glaube ich, anschleichen an ihn. Folge trotzdem, mein Lieber. Mist. Also zweimal habe ich getroffen. Achso, hast du da? Okay, toll. Das war's jetzt auch. Aua. Er hat mich wieder zweimal getroffen mit der Waffe und das war's dann schon wieder. Ein Blödsinn, ne? Hohoho. Ich geh direkt, ist klar. Nee, chill. Oh Gott. Lass mich raus! Wesker! Auf dem Boot? Oh, ich hab... Oh! Fast gefoltert. Oh ja, auch beide High Sprays? Ja, ne? Ich glaub schon. Alter! Geben wir mal 2 Minuten. Alter. Oh, achso. Shishu, ich kann nicht laden nach und kann nicht ausweichen. Wo bin ich? Gott, ich hab Angst jetzt zu schießen, ne? Weil fucking Jill hier rumschimmelt wieder mal. Ja. Und dann, ich hab Munition auch so hin aufgehoben. Ah, there you are. Wir müssen, wenn wir uns verstecken, au, und wir... Oh, brauchst du Hilfe? Runter. Nee, ich bin auch unten. Wuh! There's no point in hiding. Ja, 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 halt die. Halt die, ne? Nein, ich hab falsche Taste gedrückt. Ah. Ich hab's grad nochmal hier geschafft, das ist sonst zusammen. Ich hab ihn voll ins Gesicht gesehen. Jill! Oh, das war Zufall gedrückt. Oh Gott, ich bin einfach weggerannt, hat auch funktioniert. Lass einfach nochmal hier links reinrennen, ich glaube, es hilft. Ja, es ist irgendwie fühle ich mich da auch ein bisschen sicherer. So, den hier. So, ein rotes Grau, wenn ich das Grün noch sammle, dann kann ich mich nochmal voll heilen. Uns eigentlich, ja. Noch ein rotes Grau. Sehr schön. Oh, 7 Minuten sind rum, oder was? Ich glaube, das waren nicht 7 Minuten insgesamt. War's. Warte mal. Doch. Eben war es 23.59 Uhr, jetzt nur 6. Ja, okay, ungefähr kommst du hin. Go. For games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Der Spaß geht weiter! Ja. Egal, jetzt zimmer hier mal alles rein, was ich hab. Wir dürfen sie auch in diesem Punkt nicht komplett töten. Wird wahrscheinlich ihren komischen... das Gerät da treffen, ne? Eine Katze, ey. Boah, ist das schwer.
Aha! Wo? Sie läuft echt weg wie Cheek. Jo, läuft doch mal Wände hoch. Ist gar kein Problem. Ja, was ist nach Resident Evil 3 passiert, wa? Oh. Na, jetzt hast du dich getötet. Na, einige, ja, mein Partner ist auch gestorben. Einiges ist halt gestorben. Passiert nach Resident Evil 3. Also, wahrscheinlich ist doch einiges gestorben nach Resident Evil 3. Wenn ich jetzt diese Macken hier wegkomme. Ah, Treasure, was haben wir denn auf? Wir haben jetzt diesen Saphir aufgenommen. Wir haben jetzt zwei Schätze aufgenommen. Was bringen die? 7000 nehme ich gerne an. Granatwerfer kann es weg. Das rote Kraut hier kann weg. Ich lasse alles da. So, ich bin jetzt. Hätten wir Wesker halt besser bekämpft, dann hätte er uns halt einen seltenen Edelstein dagelassen, den wir hätten verkaufen können. Ich glaube, so 10.000. Ist das nicht wert, glaube ich. Ich bin froh, dass der Scheiß sind, fertig ist. Ich wollte gerade E drücken. Anflehen. Ja. Anflehen stand bei mir einfach als Option. Was ist das denn? Anflehen. Ja, das hatte ich. Das gab's. Warte, von hinten kannst du sie erhalten. Also, ja, genau. Wow. Wie du einfach aus dem Stand so in ihren Hals springst. Kann schon was. Don't do this, Jill. Komm her, Sheik! Don't do it, Jill. Ich heiße sie. Ui. I don't wanna hurt you. Jill, what are you doing? Ja, das Beste, was machen kann, eh drin. Das ist nicht Teamwork, ja. Jetzt klappt's aber. Mit Jill ist das halt echt einfach. Mit Wesker ist das aber echt. Ja. Stop this, Jill, answer me. Aua. Jetzt. Los, komm. Reiß das Gerät raus. Me, Chris. Don't you recognize me? What? Aua. Vielleicht tot? Frech. Come on, snap out of it. Don't do this, Jill. Werfen konnte ich gerade. Es kann nicht mehr lang dauern. I don't wanna hurt you. Einmal nur davor stehen oder anflehen, Herr Mann, ey. Jill, what are you doing? Jetzt. Komm, das sechste Mal oder so jetzt schon? Tatsächlich. Ich glaube, es ist echt das sechste Mal. Weil ich glaube, sieben Mal ist das Glück. Also, geht das Spruch. Stop this, Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Nope. Die Musik ist so gut. Oh, nee! No, ich bin im ein bisschen Sterben-Modus. Das war brutal knapp mit dir. Sie hat gerade wieder geschossen. Come on, snap out of it! Okay, ich wollte auf das Ding schießen, das konnte ich nicht. Sie macht immer dieses Vampirgeräusch. Komm schon! Alter, wie lange soll das denn noch so weitergehen? Weißt du? Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! Ah, okay, hab sie wieder. Oh, das ist ja wie so ein Schrucken, den du ausnüchtern musst.
Ich kenne mich damit echt nicht aus, ich schätze das einfach mal so. Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me! Kommst du auch dran an sie so? Nein! Doch! Ich höre. Warte! Ich war da nicht ran! Ganz kurz hatte ich eben B. Oh, ist das schlecht. Oh. Ja, jetzt geht's eh nicht mehr. It's me, Chris. Don't you recognize me? Nein. Oh. Jetzt V, Ah, komm, Mann! Autsch. Lass ich mal umarmen. Ja, komm. Ja. Oh, falsch, das ist ja nur gut. Das wird nichts mehr, das ist lächerlich. Wir müssen sie ja die ganze Zeit abziehen, weil wenn wir drauf schießen, stirbt sie halt. Don't do this, Jill. Fliegen sie noch weiter. I don't wanna hurt you. Sie verletzt uns, wir sind die Einzigen, die hier verletzt werden. Komplexer Bosskampf. Ich hab keinen Bock mehr, ey, bitte. Oh Mann. Das kann man echt nicht sein, ey. Ah, jetzt hab ich auch noch A und D verkauft. Stop this, Jill, answer me. Okay, jetzt nochmal. V und dann. Boah, ey. Das ist doch ein Witz! Aber nicht schießen. Ich hab mal den Fehler gemacht, keine Lust mehr zu haben, das abzuziehen und hab dann geschossen. Dann muss ich alles nochmal von vorn machen. Oh, sie ist wackelt da irgendwas. Ja, hat sie manchmal. Ah, jetzt ist aber echt lächerlich. It's me, Chris. Don't you recognize me? Ich. Komm, Mädel. Boah. Wie schwer kann es sein, es abzuziehen? Ganz ehrlich. Boah, ist das. Was ist da gerade passiert? Ich glaube, ich habe gerade auf sie geschossen, auf das Ding geschossen als. Ach, guck mal, jetzt. Ja, komm schon. Jesus. Jetzt erschießen. Oh. Also einmal schießen wir doch nötig. Ganz. Jill. Jill. Are you alright? You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Ich fand tatsächlich, das war echt die beste Antwort, die man jemals auf sowas. Ja, aber Millionen werden sterben. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Well, yeah, but.
time to put an end to this. Let's go. Was ein Kapitel, ey. Eine Stunde. Oh. Die Akte J. Valentine. Akte X. Genau. Was ich sehr traurig fand, Jill Valentine wurde nach diesem Auftritt hier nie wieder bis heute in einem Resident Evil Spiel benutzt. Nee? Als Charakter. Nee. Gab's noch mehr. Der letzte Auftritt, das war halt in... Ich weiß nicht, ob Resident Evil Revelations vor Resident Evil 5 rauskam oder nicht. Ansonsten wurde sie danach nochmal in Revelations benutzt. Mit so deutscher Stimme sogar. Das geht scheiße. Aber danach... Ach, übrigens, ich glaube, Jill kam wirklich danach, also nach diesem Spiel noch in Resident Evil Revelations, weil das ist das erste Mal, dass man Jill mit langen Haaren so gesehen hat. Weil in Resident Evil 3 hat sie einen klassischen Kurzhaarschnitt. Mhm. In Resident Evil Revelations hat sie dann ihren neuen Langhaarschnitt. Und ich glaube, das sollte einfach deswegen dienen, dass man Jill etwas besser erkennen konnte. Weil in Resident Evil 5, hier erkennst du halt Jill überhaupt nicht wieder. Also ich hätte, wenn man mir so zwei Bilder gegeben hätte, hätte ich nicht gedacht, dass das dieselbe Person wäre. Ja. Also sie sieht schon viel zu anders aus. Jetzt muss ich mal kurz die beiden Mackenwaffen vergleichen. Boah, ich will nicht immer dieselbe Scheiße verbessern. Ich kann nicht mehr. Ich möchte einfach sterben. Lass mich einfach sterben. Ja, ich habe gar nicht mehr so viel zu verbessern. Wir spielen das halt so ein bisschen langweilig halt, aber es ist halt so spielbar, ist halt sicher. Mhm. Ja? 10.000 Money noch. Ich habe noch über 30.000. Weißt du was? Ich kaufe mir jetzt diese scheiß kugelsichere Weste, glaube ich. Du trägst halt die ganze Zeit diese Weste mit dir, ich kenne dir das gar nicht. Oh mein Gott. Und mit der kugelsicheren Weste getragen werden. Ach, komm mir doch nicht. Ich überlege gerade, ob ich welche der Magnum sich halt benutzen soll. Weil die Lightning Hawk sieht halt cooler aus. Das ist halt ein Argument, ne? Ja. Die macht, ich glaube, die macht 1400 Schaden und die andere Magnum macht 1500 Schaden. Ah, die haben auch noch so einen Spezialpunkt, den man verbessern kann. Piercing. Also für Piercings will ich mich gerade nicht so einsetzen, aber... Ja, okay, gut, ich bin... ready. Go! Da habe ich noch die ganze Landmine, die ich nutzen kann, also nutze ich sie auch. Letztes Kapitel, also 6 zumindest. Ja. So viel länger geht das Spiel jetzt auch nicht mehr. Hier gibt es aber noch ein schönes Kapitel auf dem Schiff. This ship is huge. Do you think they're planning to use it to spread Ouroboros? No. Using a ship like this would give away their position too soon. They must have another plan. Ich denke mal, Raketen von so einem Frachter zu schießen ist etwas schwer. Wenn er jetzt fällt doch bald, guck dich hier an. Weil Rost. Ein Schuss weg. Was ist denn da passiert? Ich glaube, hier oben ist jemand oder ein bisschen mehr als jemand. Jo. Ich habe ihn in die Arme geschlossen, um ihn umzubringen. Ja. Lieber Arm dran als Arm ab. Oder so. Ja, genau. Oh, hier haben wir den Granatwerfer. Hat Granatwerfer? Also den Typ, der die Granaten wirft, meine ich. Ich baue nochmal hier hoch, um die Aussicht zu genießen. Hier ist Munition für dich.
Oder besser gesagt, der Granatwerfende. Da hinten steht auch noch einer rum. Ich hab Rüstung. Oh, er ist tot. Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Six. Genau das. Ich muss grad dran denken. Ja, ich hab zu viel Zeug. Ich benutze die Schrufen der gerade. Kann ich runterspringen? Cool. Uff. Ist aber noch Zeug. Ja, das konnte ich nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Ist ärgerlich. Ah, das Spray kann ich aufnehmen. Oh, ich hab's aber noch, ein rotes. Come on. Ups. Bin ja auf dem Weg. Einmal zu oft B gedrückt. Hinter mir? Süße Hundis. Die adoptieren wir. Oh, der ist schon tot.